Ich finde Weihnachten einfach toll. Alles glitzert und glänzt. Also Weihnachten ist ganz klar, das ist Jahresabschluss. Der Schnee geht runter, alles ist weiss, die Kinder spielen draussen. Ja, im letzten Jahr haben wir einen Umsatz gemacht von etwa... Beziehungen in der Familie sind wichtig. Besonders an Weihnachten, finde ich. Es will niemand allein sein. Oh, du Fröhliche, bei uns in der Familie kannst du gar vergessen. Wir zanken immer rum. Wenn wir als Familie zusammen sind, dann tun wir eigentlich immer singen. Unsere Kinder haben das auch gern und wir singen auch gern. Ich singe auch im Chor mit. Mein Alter hat immer gesoffen. Aber ich, ich esse Schocke. Oh, Tannenbaum, oh, Tann... Eigentlich ist es ein Geburtstagsfeier, die von Jesus. Die drei Könige. Die drei Weisen aus dem Morgenland sind das gewesen. Die haben auch Geschenke gebracht zu Jesus. Und die haben das Geschenke gekauft. Also ich kaufe Geschenke für meine Familie. Und für meinen Hund. Ich liebe Hunde! Wir haben drei Katzen. Okay. Drei Hunde. Okay. Zwei sind Golis. Okay. Unsere Kinder, okay. Die können mit denen gehen laufen, Spiele okay. machen. Das, was man sich wünscht, das kommt man sowieso nicht über. Und das, was man überkommt, das wird man nicht geschenkt. Aber das grösste Geschenk kommt von Gott. Die Bibel sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Du, die Weihnachtsgeschichte, die du erzählst mit dem Jesus, glaubst du es wirklich? Die Frage ist, was du glaubst. Ich gehe immer in die Kirche. Einmal im Jahr an der Weihnacht gehe ich in die Kirche. Ja klar, Essen gehört dazu. Dick essen. Das mit diesen Gutzli, das ist ja nur so ein Hype. So viel ich weiss, steht von dem auch gar nichts in der Bibel. Oh, ja, Schnurr, Schnurr. Meh. Dann nachher hat sie gewusst, alles, was die Engel gesagt haben, ist wahr. Geschichten, die 2000 Jahre alt sind. So alt bist ja nicht mal du. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.